Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Capital Sports Evo Comfort Cardio Bike. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Heimtrainer für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Fitnessgerät werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Fitnessgeräte für zu Hause, besonders in den Jahren 2020 und 2021, erfreuen sie sich einer besonders großen Beliebtheit. Warum? Naja, weil Fitnessstudios halt einfach geschlossen sind, zumindest größtenteils. Und ja, für einen Sportler ist es aber sehr, sehr wichtig, in seiner Fitnessroutine zu bleiben. Und da überlegt man sich natürlich, könnte ich das vielleicht zu Hause irgendwie ausgleichen? Und so ein Cardio-Bike hier kann natürlich durchaus für das Fitnesstraining eine gute Wahl sein. Wir reden hier hauptsächlich von Ausdauertraining. Ja, ob das jetzt für dich die richtige Trainingsart ist, das kannst du natürlich am besten entscheiden. Preislich würde ich diesen Heimtrainer so ungefähr ins Mittelfeld einordnen, ja. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich das passende Fitnessgerät ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Heimtrainer auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Neben seinen multimedialen Trainingsmöglichkeiten überzeugt das Capital Sports Evo Comfort Cardio Bike auch mit seiner hochwertigen Technik. Genieße einen hohen Trainingskomfort vom Anfang bis zum Ende. Ja, Komfort beim Workout ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wobei man sagen muss, anstrengend ist Fitnesstraining natürlich immer, wenn du richtig, richtig Power reinsteckst. Ja, aber es ist natürlich schön, dass, ja, auch in Sachen Gestaltung des Trainingsgerätes da an den Komfort gedacht wurde. Designtechnisch sieht es eher zurückhaltend aus, würde ich sagen. Meiner Einschätzung nach liegt hier der Fokus auf den praktischen Eigenschaften des Trainingsgerätes. Und das ist für viele Fitnessfreunde natürlich auch angenehm. Aber ob du jetzt sagst, dir gefällt dieses Fitnessgerät oder nicht, das ist deine freie Entscheidung, denn wie bereits gesagt, es gibt sehr, sehr viele Trainingsgerätschaften auf dem Markt und aus der Ferne ist es schwer zu sagen, welches am besten jetzt zu deinen Vorstellungen als Sportsfreund passt. Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis des Capital Sports Evo Comfort Cardio Bikes beziehen und das wirkt auf mich fair, ja. Aber ob es für dich das passende Trainingsgerät ist, das kannst du wahrlich allein am besten entscheiden. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zu diesem Fitnesstrainer, das Fitnessgerät, das Amazon-Angebot dazu verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Noch ein paar Tipps für deine Fitnessziele. Die richtige Musik kann auf jeden Fall für mehr Motivation sorgen. Und zum anderen, wenn du langfristig Fitnesserfolge verzeichnen möchtest, ist auch die richtige Ernährung sehr, sehr wichtig. Also informiere dich dahingehend, falls du dir da noch unsicher bist. Und ja, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei deinem Fitness-Workout. Alles Gute, ciao.